Das Internet, so lauten die Klagen, habe vielerlei Kulturgut auf dem Gewissen. Die Musikindustrie beispielsweise ist schwer krank. Auch der Buchbranche geht es nicht mehr gut. Und Zeitungen sind zu einer Art Zombies unter den Medien geworden. Doch das alles sind nur Kulturträger. Glaubt man der Studie Digital Language Death, meuchelt das Netz mittlerweile ganze Sprachen. Denn nur 5% der weltweit gesprochenen Sprachen fänden im Digitalen Verwendung. Der große Rest fände im Netz kaum statt. Und hauptsächlich spricht das Netz sowieso Englisch und Chinesisch. Georg Rehm vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz kam zu einem ähnlichen Ergebnis. 21 von 30 untersuchten europäischen Sprachen hätten nur geringen digitalen Rückhalt, fand er heraus. Wer diese netzfernen Sprachen spricht, hat echte Nachteile im Internet. Suchmaschinen beispielsweise würden, gerade weil sie für viele kleinere Sprachen nicht über die notwendige Sprachtechnologie intern verfügen, andere Ergebnisse liefern. Wenn eine Sprache im Digitalen nicht stattfindet, dann wird auch nicht für sie entwickelt. Keine Smartphone-Betriebssysteme, keine Übersetzungstools und keine Browser-Plugins. Für Georg Rehm und seine Kollegen bedeutet diese Abwärtsspirale über kurz oder lang den Tod einer Sprache. Doch es gibt auch das gegenteilige Phänomen im Netz. Dafür steht beispielsweise Fabian Kaulfürst. Seine Muttersprachen Deutsch und Sorbisch. Genauer gesagt Obersorbisch. Er begeistert sich aber auch für Niedersorbisch. Mit nur noch 7000 Muttersprachlern ist diese Sprache akut vom Aussterben bedroht. Doch Fabian Kaulfürst will das nicht hinnehmen und setzt sich für diese Sprache ein. Und zwar im Internet. Denn es ist ja so, dass in den Dörfern, zumindest in den mittleren und jüngeren Generationen, nicht mehr wirklich jeder Sorbisch spricht. Insofern ist es relativ einfach, dann ins Internet zu gehen, sich da in eine wendische Facebook-Gruppe einzuklinken und dort mitzureden, mitzudiskutieren und einfach seine sozialen Kontakte so auszuleben in seiner Sprache bzw. in der Sprache, die man erlernt hat und die einem selber wichtig ist. Und deswegen hat Fabian Kaulfürst das Wörterbuch der niedersorbischen Redewendungen und Sprichwörter veröffentlicht. Ausschließlich im Internet. So ist das Netz zu einer Art Überlebensinsel geworden für das Niedersorbische. Und nicht nur dafür. Viele kleinere Sprachen, wie Sardisch oder Walisisch, werden in Internetforen gepflegt und in sozialen Netzwerken benutzt. Einige dieser Sprachen und Mundarten erleben sogar durch das Netz erstmalig eine Verschriftlichung. Die Linguistin Kilou von Prinz verbrachte insgesamt ein Jahr auf der Insel Ambrim im ozeanischen Inselstaat Vanuatu, um die dort gesprochenen Sprachen Gnakaka und Raikalain zu erforschen und zu archivieren. Übers Internet kann sie ihre Erkenntnisse auch mit den Sprechern der Sprachen teilen und ihnen, auch wenn die Sprache zum Beispiel dann schon tatsächlich ausgestorben ist, immer noch zu ermöglichen, dass eine gewisse Kontinuität da ist, dass die Sprecher immer noch zumindest sehen können, wie sah das mal aus. Dazu ist es eben ganz wichtig, dass wir diese digitalen Medien haben. Das heißt, das ist also die Sammlung von Daten, auf die wir alle Zugriff haben, auf die die Sprecher Zugriff haben, auf die die Forschergemeinschaft Zugriff hat. Und das könnten wir ohne das Internet nicht machen. So kam es, dass die allerersten schriftlichen Mitteilungen in der Inselsprache Dnakaka digitale Kurznachrichten waren. Und für Anishinaabemowin, eine Sprache der nordamerikanischen Ureinwohner, gibt es seit neuestem sogar eine Sprachlern-App für Smartphone. Das Internet ist ein Ort der Widersprüche. Und einmal mehr könnten sich zwei auf den ersten Blick widersprüchliche Wahrheiten als zutreffend erweisen. An der Oberfläche, im Massenweb, dominieren die beiden Massensprachen Englisch und Chinesisch und drängen alle anderen Sprachen an den Rand. In den Tiefen des Netzes aber, dort leben kleine Sprachen und Mundarten weiter, die ohne das Internet überhaupt keine Überlebenschance hätten.